plus ik heb nerven. Want ook die privatisering privat vieles selbst im Keim erstickte. Alles war ungelogen wie ein Stück Nachtigall. In der Morgensonne sitzend und konzentriert in die Geldtasche konsumierend. Wenn dann ich und sowieso die ganze Alligkeit sich splittete, wurde auch der Bananensplit die Schokosauce über dem Nacken geleert. Dies wiederum verursachte übermorgen und war irrelevant, wenn auch wahrgenommen, nicht in die Regel übernommen oder irgendwie zweckfördernd. Ich korrigiere auf der Mauer, auf der Mauer. Hat sich voller öffnet das himmlische Tor. Go, go, Power Rangers. Still, still, still. Weil es mitten ein Schafe will. Und doch hätte ich sogar eben gerufen oder effektiv gehört. So genau wusste das niemand. Niemand. So wie alle ohne sich selbst. Also die Mehrheit da draußen, im hinteren Teil dieses Raumes. Räume, die nichts bedeuten. Verstehst du? Nichts. So wie alles, nur unauffälliger. Das hat keinen Sinn. Ich rede mit mir selbst. Auch generell gesehen, wo ist die Grenze gezogen, die einen zum Beispiel nicht von anderen abgrenzt, unterscheidet. Aber wann ist jemand gleich? Oder der anders? Natürlich sagt man sowas wie: Der ist ja komplett erpressen, sie ist schon alleine bla 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 und kommt auf bla bla bla. Aber der Ursprung der Differenzierungen, alles ist immer anders, obwohl alles in eine Richtung drückt. Vermehrung, Lebewesen, Geld, Kunst, Schulden sind, alles will vermehrt werden. Nein, ich will nicht, dass das hier alles publiziert wird. Das wäre zum einen nicht sinnhaft und zum anderen zu weit entfernt von Unsinnigkeit. Wie kommt das eigentlich rüber, wenn ich eindringlich betrunken bitte? Ich hoffe nicht unangemessen. Ich tue einfach, was du mir anbietest. Was biete ich dir an? Biete ich dir etwas an? Oder biete ich dir etwas? Oder was ich noch sagen wollte, wusste ich gerade im Moment nicht. Anhörung in eigener Sache. Wir liefern nur zu unseren eigenen Konditionen und fahren selbstständig aus. Diskret sind entgegen anders lauten Zeugen. Nicht David Messner, Hauptkopf, Finanzmarkt im Sinknappisch. Natürlich war das alles nur Schumpf und Verlust, das ist ständig Dreck, Kunst, Stück, Drecksstück. Die Kunst ist ein Dreckstück, das getreten werden muss. Sie muss geformt werden und dennoch die Realität widerspiegeln. Das ist dann die Kunst aber jeweiligen Tätigkeit, wenn sich die eigene Individualität manifestiert und irgendwie wirklich ihrer Unartigkeit ausdrückt und vermittelt. Etwas bewegt. Gott im Himmel, steh mir bei. Der Mensch ist gut, der Mensch ist frei. Meine nicht vorhandene Tante Sekinde wollte mir mit gerade in diesem Satz mir klar machen, dass ich nur wieder vom Thema ablecken wollte. Also zurück zum Text. Doch, das darf ich dir noch sagen, was ich nicht bin. Ich atme doch. Ich denke, einfache Strukturen ohne Weltblicken, Vorgaukelung, Vergaukelung meiner selbst. Ich denke mich, ich passiere nur mental. Denke, das denke ich doch nur, das verschenkt. In Wirklichkeit sind da nur Ströme, die vom Organismus geleitet werden, erzeugte, den Körper erhalten. Das Denken ist nur die Nebenleistung, der Abfall, der ungebraucht ist, aber nicht verloren gehen kann. Umformung von Energie, Umformung von Hirnfluss.
Schreibenden und Gestellten. Vom Körper, vom Leben an sich. Ich denke, die Proportionen von Maschine und Steuergerät sind falsch evolutioniert worden. Und weil das Steuergerät auch nicht töten kann, spielt es mit den nicht gebrauchten Strömen ein bisschen rum. Es gibt ja nichts verloren in der Gesamtheit. Nicht das Leben ist ein Konstrukt des Denkens. Umgekehrt.